ersten Jugenddorf. Aber da gibt es uns einige Infos. Ich habe jetzt leider nicht alle drauf. Du hast 6 Kinder, und ich meine, das ist was ganz Tolles für dieses Jugenddorf. 6 Kinder von hier nach in die Nähe von Stuttgart bringen, wo sie auch mal 2 Tage in Betrieben sein können und dann natürlich verschiedene VW-Werk oder sonst was angucken, dass sie einfach auch so ein bisschen die Augen geöffnet bekommen. Also weiter Horizont. Ja, jetzt muss man natürlich sehen, dass diese Kinder hier die Chance haben, ins Ausland zu fahren, ist was ganz Tolles. Das ist irre. Ja. Ja. Aber es ist halt auch als Ansporn gedacht, und damit die, weil wir haben, aber das erzähle ich Ihnen ausführlich mit Kfz-Mechanikern und sowas, und da kam diese Idee. Do widzenia. Ich fährt morgen nach Polen. Polen. בשמונה שנים ראשונות, בעצם קיבוץ חצרים נתן את כל התקציב להחזיק את המקום הזה. משרד החינוך עוד לא היה, ולא משרד רווחה. אלא הקיבוץ עצמו הוא זה שהחזיק וגם נתן אנשים שהקימו ועבדו כאן, ובעצם על חורבות הקיבוץ הקימו את הכפר. אז את ארסטן אחת. ישן וחדש, זאת אומרת, איפה שיקמנו, שיפצנו, בבית ספר למשל, הבית ספר היה בנוי על בית ילדים שהיה של הקיבוץ, שעבר איזה כמה שיפוצים, וכעבור הרבה שנים הצלחנו להביא ממשרד החינוך גם בנייה של בית ספר חדש, אז יש שם שני מבנים חדשים. בפנימיה אותו דבר, אפשר יהיה לראות דברים שהבאנו, תרומות לבנייה חדשה ותרומות לשיפוצים. Also bei der, das, was alt und verbessert wurde oder irgendwie ein bisschen mühselig in Stand gesetzt worden, Sachen, für die inzwischen Geld gekommen sind. Also zum Beispiel die Schule ist ein Neubau. Früher war die Schule das ehemalige Kinderhaus und da hat das Erziehungsministerium vor einigen Jahren Mittel gegeben, das ist ein kompletter Neubau. Es gibt noch einen Neubau, der auch als Spende mal gekommen ist und andere Sachen, die halt renoviert worden sind. Aber das werden wir sehen. Was ist renoviert, was ist ganz neu, was ist renovierungsbedürftig, einfach so ein Eindruck. Es sind zwischen 13 und 16, wenn sie hier aufgenommen werden, damit sie wenigstens 2 Jahre Minimum hier sind, um überhaupt es zu stabilisieren. Wenn die erst mit 17, 18 kommen, ist es eigentlich zu spät. Kritischer Faktor in der Zusammenarbeit mit den Kindern. Je mehr Zeit ihnen zur Verfügung steht, desto erfolgreicher können sie die Kinder dahin geleiten, was das Ziel ist. Deswegen, wie gesagt, die Mindestzeit sind diese 2 Jahre. Und jedes Jahr länger, was sie haben. Dann circa 1/3 sind Mädchen, 2/3 sind Jungs. Das ist in den meisten Einrichtungen mit schwierigen Kindern der Fall, weil die Jungs einfach sozial viel auffälliger werden. Und die Eltern auch eher bereit sind, Jungs wegzugeben von zu Hause. Also das so als Hintergrund insgesamt. Das ist ein bisschen, aber diese schwierigen, das ist... und das zum einen, und das andere ist der Hintergrund ist 1/3 russische Abstammung, 1/3 äthiopisch, 1/3 israelische. למעלה מ-50% זה משפחות הרוסות, חד-הוריות, יתומים, בנים להורים מרקומנים או עבריינים. Teil, es sind also entweder Vollwaisen, Halbwaisen oder ein Elternteil ist überhaupt nicht vorhanden. Also Sozialwaisen. Gefängnis sind, wo man mit den Kindern die Besuchstage im Gefängnis aufsuchen muss. Was hier gesehen wird, ist Vernachlässigung der Kinder. Kinder, die einfach nicht bekommen haben, was sie nötig gehabt hätten. Daraus ist, dass sie in Umfelder gekommen sind, die ihnen schädlich waren. Das heißt, in Einbrüche verwickelt waren, dass sie in Situationen verwickelt waren, Rauschgift und sonstiges begonnen haben. Also sich in alle möglichen diese Milieus und Banden angeschlossen haben. Sehr viel Ausreißerinnen oder die sich die Kontakt zu Menschen aufgenommen haben, die ihnen einfach nicht gut tun. Das heißt mit Beduinen, mit älteren Menschen, also mit zu alten Männern, die gegen Geld oder irgendeine andere Form von Liebesentschädigung die Mädels aufgenommen haben. Ja, viel Missbrauch und... ankommenden Kindern ist mindestens durch 3 bis 6 Einrichtungen schon gegangen.
nicht grundsätzlich alle Heimeinrichtungen, also auch Wechsel erstmal innerhalb der Ortschaften, dass sie aus Schulsystemen rausgefallen sind. Und meistens so, dass sie erstmal in der normalen Schule waren, dann in Berufsschule, dann sonderpädagogische Einrichtungen, dann ein anderes Heim, ein anderes Jugenddorf und immer wieder in diesen Systemen nicht ihren Platz gefunden haben, bis im Prinzip, das ist die Endstation. Aha. Mhm. Okay, hast du das ist, dass viele Kinder einfach per Gesetz aus der Familie rausgenommen werden. Ne? Dass das also das Gericht verfügt. Und hier geht es auch darum, dass Kettmer sagt, aber wir möchten, dass die Kinder trotzdem gerne hierher kommen. Das heißt also, dass sie nicht nur zwangseingewiesen werden, sondern dass man sie dazu bringt, dass sie sagen, ich will hier sein. Das ist natürlich schwierig, weil welches Kind möchte gerne von zu Hause weggenommen werden? Wir wissen ja alle, dass Kinder, je mehr sie gequält werden, desto mehr an ihren Eltern hängen. Und trotzdem ist das Umfeld einfach manchmal sehr, sehr schlecht. Also hier geht es wirklich darum, dass man sie so weit bringt, dass sie im Endeffekt hier freiwillig sind, also dass sie diese Kehrtwende haben und wenn das nicht möglich ist, dass man dann einfach diese Vereinbarung mit dem Gericht auch schließt, dass man sagt, okay, dann muss es eine geschlossene Einrichtung sein. Ja, dann können wir das nicht bewältigen, weil hier ist zwar ein Sicherheitszaun, aber sie sind nicht eingekäfigt. Theoretisch können die Kinder weg. הוא לא כאן כי נעלו אותו, אבל זה פתוח. יש גדר, זה נגד אנשים רעים, היא באה לשמור על הילד. אבל אם הוא רוצה לצאת מהגדר, אנחנו אומרים, אל תצא מהגדר. אם אתה רוצה לברוח, אל תברח, תצא לחשה. אנחנו לא מסכים שתלך. נודיע להורים, נודיע לעובדת שלך, אבל הדו-שיח הוא, זה לא מקום סגור, זה מקום פתוח, אתה צריך לבחור בו. Ja, also nochmal genau das. Er sagt, jeden Morgen, die Aussage ist, jeden Morgen, wenn du aufstehst, sei dir bewusst, dass du diesen Ort hier gewählt hast. Du bist hier nicht verpflichtet zu sein, wenn du gehen möchtest. Dieser Zaun ist zum Schutz gegen Bösewichte von außen, aber nicht, dass du nicht raus kannst. Wenn du gehen möchtest, brich nicht aus, sag deiner Betreuerin, sag deinen Eltern, sag Bescheid, dass du rausgehst. Du bist hier aus freier Wahl, aber wir möchten gern, dass du hier bist. Und wenn du hier bist, dann hältst du auch die Regeln. Ich habe sie lokal hin, ki yelad shelo tifked bichlal b'ma'arichet chinuchit, hu lo kam b'boker, da sheva b'boker, diot b'shmoni b'bit sefer, יש לו סדר יום מ-7 בבוקר ועד 11 בלילה. זה נורא קשה. Eine Umstellung für diese Kinder bedeutet, wenn sie hierher kommen. Sie sind nicht an geregelten Alltag gewöhnt. Hier geht der Alltag von morgens 7 Uhr bis nachts um 11 Uhr. Nonstop. Mit einem ganz klaren Plan. Und das müssen die Kinder lernen, sich daran zu halten und sich auch zu organisieren. Und das ist eine große Umstellung. Beschäftigt sind, dann beschäftigen sie die Erzieher. Weil dann sind die Erzieher damit beschäftigt, die Probleme zu lösen, die die Kinder dann verursachen. Wenn die Kinder beschäftigt sind rund um die Uhr, dann haben die Erzieher Zeit, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Ja, also positiv einzuwirken. Und was wir lassen, das Immun ist, und bei Metzach, der Mensch, der Ta, der Madrich, der Mure, der Menahe, der Mishanema, diese Kinder haben jeglichen Vertrauen in Erwachsene verloren. Sie haben keine positiven Erfahrungen. Und hier gilt es erstmal darum, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Dass die Kinder lernen, sie können Vertrauen haben in die Erwachsenen, mit denen sie hier zu tun haben. Und das ist das oberste Ziel. Und das dauert. Finden, wo man das Kind hierher fesselt, wo es anfängt zu sagen, das ist mir hier wichtig. Und solange man das nicht gefunden hat, hat man keinen Zugang zu dem Kind. Sagt, manchmal ist es das Pferd, ja, manchmal ist es die Küchenhilfe, ja, manchmal ist es irgendwie eine besondere Ecke, wo er sich besonders wohl fühlt, was auch immer. Aber diesen Ansatzpunkt, an dem kann man dann weiterarbeiten, bei uns Team hier Hand in Hand arbeitet. Das heißt, alles dreht sich um das Kind. Und es ist völlig vernetzt. Das heißt, die Schule, die Werkstätten, die Betreuer in den Wohneinrichtungen, alle Aktivitäten, die alle sitzen zusammen und vereinbaren gemeinsam, was mit den Kindern ist. Das ist zu Hause, als wenn Vater und Mutter, wenn die nicht sich harmonisieren über die Erziehung eines Kindes, zerfällt das Kind. Ja? Und das ist hier genau das. Ja? Und jeder muss im Prinzip auch genau wissen, wo das Kind steht und der Nächste muss es dort abholen. Der Leiterin der Schule war bis vor kurzem, sagt, okay, was ist eigentlich unsere Zielsetzung? Ja, was wollen wir erreichen? Und die Zielsetzung ist, dass diese Kinder so stabilisiert sind, dass sie, wenn sie rauskommen, einen Beruf haben und alle Aufgaben erfüllen, um in einer normativen Gesellschaft zu funktionieren.
damit sie selber intakte Familien gründen können und nicht im Endeffekt wieder zum Bumerang dessen werden, wo sie herkommen. Aber das ist sehr schwierig, Dod. להגיד להיות אזרח מועיל במדינה זה משפט נורא גדול. Es ist sehr großer Wert zu sagen, ein wertvoller, wichtiger Bürger eines Staates zu werden. Das ist so wenig greifbar. Deswegen hat man das runtergebrochen und gesagt, okay, die erste Zielsetzung ist, ein aktives Mitglied der Armee zu werden. Also das, was ich vorhin erzählt habe, auch in der Armee aufgenommen zu werden. Gut, und das sehen Sie Ihre Aufgabe halt auch da drin, da hatte ich ja auch im Auto kurz angesprochen, dass Sie auch weiter begleitet werden über diese 2 bzw. 3 Jahre, wo die Kinder in die Armee gehen, beziehungsweise die nicht in die Armee aufgenommen werden, Sozialdienst leisten. Und da werden mehrere Gastarbeiter sehr verschwinden. Okay. Und wir werden auch in dieses Haus gehen, wo die dann übernachten können, also wo sie ihr Zuhause haben, wenn sie frei haben. Das ist auch wirklich ein Engpass, das habe ich auch in anderen Jugenddörfern, wird das vermehrt das Thema, weil es immer mehr Kinder gibt, die keine Elternhäuser haben, die sie auch in dieser Zeit betreuen können. Und dafür sind auch keine Budgets in den ganzen Jugend, weil das Erziehungsministerium auch nicht mehr zahlt und das Sozialministerium, das muss im Grunde genommen abgezwackt werden. Also wir haben zum Beispiel auch diese Unterbringung auch unterstützt, weil einfach das leuchtet einem ja ein. Das ist nicht ein Kind, nur weil es jetzt 18 ist und 30 hoch. Ne? Ja. Das heißt, auch wenn die aus dem Militär rauskommen, helfen sie ihnen, Ausbildungsplätze zu finden oder Arbeit zu finden. Es gibt wohl eine kleine Spende auch für Ausbildungsplätze, also dass da ein bisschen was gefördert werden kann. Aber die kommen her und suchen sich lange noch Rat und Tat. Also jetzt zum Beispiel ein junges Mädchen, das ergänze ich jetzt, ist schwanger geworden hier in der 12. Klasse, hat entschieden nach einer Abtreibung, ein zweites Mal sie schwanger geworden, also hat dann sich entschieden, das Kind auszutragen und wohnt jetzt halt außerhalb, aber auch die kommt und sucht sich hier Rat. Ne? Und ich habe die oberste Hausmutter, die eine wunderbare Frau ist, kann man schon immer kann 16 Jahre ist sie schon dabei. Ja. Und jedes dieser Kinder ist ihr wirklich ihr persönliches Kind. Ja. Ich kenne keine so engagierte Hausmutter. Die Rache machen wir uns. Sagt sogar die Großen, also die kommen und sagen, ich brauche ein paar Schuhe, auch wenn die schon noch im Militär sind oder was auch immer. אנחנו מוכרים עצמנו הכי קרוב לבית, ובאמת, כמו שאת אומרת, זאת אומרת, זה להיות ההורים, אבל לא באמת ההורים. אנחנו מאוד מכבדים את המקום של ההורים, אבל לשמש כאיזשהו בית, כמקום... זה להפך נוח שוויריגן, נוח ויכטיקסן. Es gibt keine Abnabelung von den Elternhäusern, wie katastrophal sie auch immer sein mögen. Mhm. Sondern es ist heute anerkannt in der Erziehung, dass leibliche Eltern einen Stellenwert haben, der unersetzbar ist. Mhm. Und je grauenhafter und gemeiner sie zu ihren leiblichen Kindern sind, desto mehr werden sie geliebt. Mhm. Also wir werden von unseren Kindern, zu denen wir besonders nett sind, nicht halb so verehrt und vergöttert, wie Kinder, die missbraucht und gequält und verstoßen wurden. Ja, die verteidigen ihre Eltern viel mehr. Und hier ist zum Beispiel ein Junge hergekommen, der zu Hause, ich glaube, etliche Geschwister waren das, und die ganze Familie hat ihn auserkoren als schwarzes Schaf. Die gesamte Familie. Die Familie war gar nicht so schlimm, ja, aber irgendwie dieses Kind, auf den war ein Fluch gelegt und jeder hat den getreten. Keiner, der hat noch nicht mal einen Platz in der Wohnung gehabt. Wo auch immer der versucht hat, sich hinzulegen, ist er vertrieben worden und weggetreten worden. Und dann war eins der Aufgaben von Kedma zu sagen, okay, es gibt Besuchswochenenden und wir wollen gezielt, dass das Kind in die Familie kommt und erst mal sicherzustellen in der Familie, dass es eine Matratze für das Kind gab und eine Tabufläche und einen Bereich, wo das Kind einfach unantastbar sein konnte. Dass die Eltern auch verstehen oder dieses Elternhaus oder Familie, wie auch immer man das nennen möchte, was da ist, dass sie nicht das Kind jetzt abgeschoben haben. Ja? Es ist jetzt, sondern da bleibt eine Lücke. Das heißt, das Kind hat das Anrecht auf seinen Platz, auch wenn der erzieherische Auftrag hierher delegiert worden ist. Mhm. Denn im Endeffekt irgendwann ist dieses Kind ja doch wieder ein Teil dieser Familie oder insgesamt vom Netzwerk bleibt es das. Ja? Ob es da jetzt wohnt oder nicht wohnt.
Und da gehört halt die erzieherische Arbeit ganz massiv dazu, dass die Eltern hierher kommen, dass sie zu den Eltern fahren. Mhm. Oder was auch diese Eltern nie gesehen haben, dass ihre Kinder erfolgreich sein können. Oder dass überhaupt jemand aus ihrem Umfeld erfolgreich sein kann. Und dieses Kind hat möglicherweise dann auf einmal eine 1 in Mathematik erreicht. Das heißt, werden die Eltern hier für Schabbat eingeladen und dann wird als Überraschung mitgeteilt, das Kind hat eine 1 geschrieben. Ja, das ist auch etwas, was auch der Familie wiederum Kraft geben kann, dass jemand von ihnen erfolgreich sein kann. Mhm. Tage, zu denen auch die Eltern oder Angehörigen eingeladen werden, ist das Pubertät, ist es Militär, ist es Bildung, ist es also was auch immer, sodass sie immer wieder eingebunden werden, dass sie zwangsmäßig eingebunden werden können und sich dem nicht entziehen können. Und umgekehrt ist das Team verpflichtet, zu bestimmten Anlässen auch rauszufahren in die Familie, um sicherzustellen, dass sie genau wissen, wenn die Kinder nach Hause fahren, auf was treffen sie und was finden sie wirklich dort vor und was ist die Realität der Kinder. Denn die Kinder basteln sich auch imaginäre Realitäten zusammen. Ja? Und dass man einfach weiß, was ist die Wahrheit, was findet man wirklich dort vor. Oder wie so eine Situation, die ich erzählt habe von Amizu mit diesem Kind, dass man wirklich sieht, was passiert da hinter den Kulissen. Was auch immer das Thema. Intention dabei ist, auch die Eltern aus dieser Feindschaftssituation zu Freunden zu gewinnen. Weil er sagt, wie auch immer, man hat diesen Eltern das Kind weggenommen. Ja, auch wenn die Eltern wissen, dass sie eigentlich diesem Kind gar nicht gerecht geworden sind, wollen die natürlich nicht, dass man ihnen rechtlich vorgeschrieben hat, du bist unfähig, dein Kind zu erziehen. Wenn man sie aber mit einbezieht und sie verpflichtet, dann gibt man ihnen auch eine Verantwortung, die sie trotzdem im Schonrahmen bewältigen können. Weil sie müssen ja keine reelle Verantwortung übernehmen, sie müssen nur eine gewisse Präsenz zeigen. Und das ist ganz wesentlich. Und was interessant, und da musste ich schmunzeln, weil ich habe das auch hier erlebt, sagt, die Erfahrung ist und die bessere Referenz ist, wenn ein Kind in Kelma war, dass oftmals die anderen Kinder der Familie auch geschickt werden. Ja. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich Also auch in den Ferien machen sie einfach extra solche Highlight-Angebote, damit es auch für die Kinder wirklich verlockend genug ist, auch immer wieder hierher zu kommen und gar nicht erst wieder in falsche Wetter zu verfallen. איך אומרים? עבודה קשה, אבל מעניינת מאוד. היום לא דומה למוחרת. הם יודעים לתת לנו המון עניין בעבודה ובחיים. והנה, תראה, אנחנו פורחים. פורחים מיחסיתם. טוב, אני היום פורחת בגלל פולין. את פורחת. אני פורחת ופורחת. תדעת שאני נוסעת עליי. כן, אני יודעת, בשביל זה אמרתי לך, דורות בפולין. Sagt, es ist eine anstrengende Arbeit, herausfordernde Arbeit, aber auch die sehr viel Spaß macht und sehr bereichert. Sie sind täglich gefordert, weil der ein Tag gleicht überhaupt nicht dem anderen und es gibt immer neue Herausforderungen. Und wir werden ganz am Schluss nachher einen Film sehen, auch von einem Mädchen, wo man einfach auch sieht, die Kinder fallen immer wieder zurück. Und also wirklich, man denkt, die haben sich ein Jahr stabilisiert und auf einmal bricht es wieder ein. Hier im Jugenddorf, egal welche Aufgabe er hat, ist Teil der Familie und kann Ansprechpartner für die Kinder sein. So wie vorhin sagte, diese Küchenhilfe, oder es gibt jemanden, der zum Beispiel gerade zum Pförtner geht und mit dem eine Verbindung aufbaut. Also jeder hat hier eine erzieherische Aufgabe, auch wenn er vermeintlich eigentlich einen Hiwi-Job hat. Und werden die auch so erlebt, egal in welchem Bereich man tätig ist. Und die Situationen können überall zustande kommen. Sie können einen Wutausbruch im Speisesaal sein, dass alle Teller zerbrochen werden oder Grenzen überschritten werden. Man erlebt hier zum Teil Schreckliches und dem muss man irgendwie von vornherein gewachsen sein. Wie gesagt, es ist egal, ob man in der Putzkolonne lebt oder im Pförtner. Also wir haben zum Beispiel an dem Ossifait der Juwalschen, das muss ich auch noch erinnern. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt einen jungen Mann, langsam wird er auch älter. Jetzt wird er sein. Vielleicht 33 oder was, vor 4 Jahren oder so ist er hergekommen. Der hat israelische Eltern, also sprach Hebräisch, das war natürlich eine perfekte Voraussetzung, und hat das jüdische Jugendzentrum in Frankfurt einige Jahre geleitet und Sozialpädagogik studiert. Und als Abschlussarbeit brauchte er auch ein Praktikum. Und kam zu mir und hat gesagt, kannst du mir nicht was besorgen im Jugenddorf? Sag ich, du, ich kann dir was besorgen in einem Jugenddorf, das die Herausforderung schlechthin ist, aber wappne dich, zieh dich warm an. Der ist 6 Wochen hierher gekommen und der hat in diesem Jugendzentrum, der hat auch Ferienlager in Deutschland geleitet und wir haben in den jüdischen Gemeinden mit den russischen Kindern auch keine leichten Schicksale. Ja?
der sagt, das hat ihn fertig gemacht. Ja, hier ist nicht jedes fünfte Kind mit einem schweren Schicksal und das, also er sagt, auf sowas kann man gar nicht vorbereitet sein, denn jedes Kind, das man hier berührt, hat wirklich ganz, ganz vieles erlebt und sagt, das, es war eins das, der bereicherndsten Erlebnisse seines Lebens, aber halt auch wirklich, wirklich schwer. Ne? Wer diese Kinder nicht liebt, soll sich gar nicht erst anschleichen. Die Kinder riechen das. Die spüren ganz genau, ob man sie will oder ob man sie nicht will. Ob man sie erträgt und ob man sie nicht erträgt. Weil das kann man diesen Kindern, die haben einen solchen feinen Instinkt, das kann man ihnen nicht vorgaukeln. Und wer das auch nicht isst und lebt, hält hier sowieso nicht durch. הבוגרים שלנו יודעים גם כן לעזור יפה. למשל שישנו בחור צעיר והוא במשבר והוא עוד לא מבין כל מה שאנחנו רוצים ממנו, הרבה פעמים ישנה התערבות של הבוגרים שהם כבר עברו את התהליך ואת הזה, פתאום את רואה אותם, לוקחים אותם, משוחחים איתם, עושים איתם. ואז בעצם את רואה, את אומרת, הנה, זה מגיע. עשינו עוד דבר אחר, את הצעירים שמגיעים בגיל 13, שמנו יחד עם הבוגרים עם יהוד ב' אותו בית. אותו בית. הצלחה, הם חונכים. כן, אני אומרת. יש דברים שצריכים להאהוב. לא, בהתחלה הם עשו... היה קשה, אבל היום... לא, לא. כל אחד יש את המשרת הקטן שקשיבת. לא, לא. לא, לא. אבל מה שכן, כמו שישנה מהצעירים... Denen dienen sehr als Beispiel für die Jüngeren. Und das ist das, was sehr gut funktioniert. Ich meine, wir haben das ja auch in Deutschland an den Schulen zunehmend, diese Mentoren-Idee. Ne? Genau. Und das ist das Prinzip. Und dieses Jahr haben sie es sogar so gemacht, aber da hat sie es ergänzt, das war auch zum Teil aus Platzgründen, dass man den 12-Klässlern die 13-Jährigen mit in die Wohneinheit Botamachadarim. Okay, in die gleichen Wohneinheiten, aber in getrennte Zimmer. Dazu habe ich gesagt, naja, wie haben denn die 12. Klässler darauf reagiert, dass sie die Zwerge dazu bekommen haben? Sagt sie, aber jetzt inzwischen sind das die besten Freunde, sind ganz stolz darauf, dass sie eigentlich diese Jüngeren haben in dieser Geschwistersituation. Ne? Und das funktioniert auch toll. Ich kann mich erinnern, ich habe hier den einen Jungen. Ganz stark. Woher kommt diese Identifikation? Also bei den Betreuern. Ja. מאיפה לכם יש את הלב החם והחזק הזה, איך אתם מרגישים כל כך קרובים לילדים ולמצוקה שלהם? אני רוצה להם. כל אחד לעצמו עונה. אני חושבת שכשמצליחים עם הילדים האלה, הם נותנים כל כך הרבה כוח. זאת אומרת שאתה רואה ילד. Erfolg haben. Also wenn sie es geschafft hat, die Kinder voranzutreiben, das motiviert sie. Also die Kinder selber oder wenn sie ein Kind sieht in Uniform, dann hat sie Kraft, noch weitere 5 Jahre das mitzumachen. שאת רואה אותם איך שהם באים צעירים, כל הבעיות שהם עושים, אחרי כמה שנים. יש אפולק, זאת diese Bereicherung zu sehen, wie die Kinder kommen und wie sie sich langsam verbessern und wenn sie Jahre später immer noch Kontakt halten und wenn sie sehen, wo sie hingekommen sind, das macht sie überglücklich und sie freut sich jeden Tag, die Kinder zu sehen. Sie sagt, wenn sie im Speisesaal sitzen kann und alle Kinder sehen kann auf einmal, das macht sie glücklich. Sie sagt, den Tag, wo sie die Kinder nicht mehr sehen kann, dann sagt sie, da ist sie falsch am Platz. Die Chava hat eine Auszeichnung bekommen vom Erziehungsministerium, das ist das, was da oben steht, für besonderes Engagement. Und in ihrer Familie hat man, ihre eigenen Kinder, haben ihr dann einen Blumenstrauß geschickt, mit Dank, wie sehr sie respektieren für ihr Engagement. Aha. Und sagen, wir danken aber auch für all die anderen Kinder, die du so weit geleitet hast, dass sie heute mitten im Leben stehen. Und ich möchte noch etwas anmerken. Wir geben auch den Kindern die Arbeit, die mit den Kindern arbeitet. Sie sind sehr, sehr wichtig. גם כשהם שוכחים דברים שצריכים לעשות, גם כשהם שוכחים דברים שאתה אומר איך, אבל אסור לנו לשכוח, אנחנו יודעים איזה עבודה אינטנזיבית וקשה היא של המדריכים, של המורים, שאנחנו יודעים גם להם אנחנו נותנים הרבה תמיכה שלהם הכוח. Auch dem Team selber geben sie sehr viel Zuwendung. Sie sagen, auch wenn die Fehler machen oder was auch immer, sie wissen, was man den Mitarbeitern hier abverlangt.
und wie sehr sie unter Druck und Belastung stehen. Und genau dieselbe Liebe, die sie an die Kinder weiterreichen, da beziehen sie auch das Team mit ein und sagen mal, komm, das ist nicht so schlimm, wenn das jetzt so passiert ist oder was auch immer, einfach um die Motivation auch voranzuhalten. Amit Slamata. אם אני אקבל טלפון אתמול מנערה שהייתה כאן לפני שש שנים, היא אומרת, סבא, אני קוראת לי סבא, אני בשבילה. אליה, אני רוצה לדעת. וביום, בראש השנה, אני מדבר איתה, ואני אומר, איפה את עושה את ראש השנה? אני בירושלים, יש לי תורנות בגן התנכי. אז אני אומר לה, זה אוקיי, זה בעל המשפחה שנחנה בירושלים. Wenn ich zum Beispiel gestern einen Anruf bekomme von einem Mädchen, das vor 6 Jahren hier abgeschlossen hat, und sie ruft mich an und sagt, sie nennt ihn Opa. Ja, wie geht's dir und so weiter? Oder sie ruft an zu Rosh Hashanah, zum Neujahr, und er fragt sie, wo bist du? Und ja, ich bin in Jerusalem, ich habe da Dienst. Gut, dann kommst du zu meiner Familie und schließ dich mit zum Familienfest ein. Da einfach diese Bereicherung über Jahre zu sehen, man hat diese Kinder, die hier als zerfallene Existenzen angekommen sind, geschafft zu platzieren. Dieses Kind abgeholt. Wie war das, als es hier angekommen ist und wo ist es heute gelandet? Und das gibt die Kraft der Perspektive, wenn ein neues Kind ankommt, das genauso zerfallen ist. Man sagt, okay, darunter leide ich jetzt 1-2 Jahre. Aber ich werde das auch dorthin bringen, wo das andere heute steht. יש לה אח הזה. שהוא גם מעלה איתה. שהוא איתה. אבל הם גם לא בקשר. הם במקומות אחרים. כן. המשפחה שהיא בנתה, זאת המשפחה שלה. היא מבלה את החופשות שלה, בעיקר אצל המדריך הזה. הוא היום, אשתו היום אין בית בהדסים. בהדסים, כן. הדסים. אז היא עובדת עכשיו עם צו בירושלים, בסיכויות, ורוצה עם טירפליגה לעשות, אבל זה כל כך טוב. Sie und ihr Bruder sind im Prinzip als Waisen nach Israel gekommen. Der Bruder ist 3 Jahre jünger. Und die Ilana erwähnte vorhin, der Bruder ist durch Zufall mit ihrem Sohn zusammen in die Armee gekommen. Und weil der war nicht hier, der war nicht in Kedma, ne? Aber weil der Sohn dann verstanden hat, dass die Schwester hier in Kedma war, hat er den Jungen dann wie als Pflegebruder mit adoptiert, sodass er an den Wochenenden mit zur Ilana nach Hause gekommen ist. Ja. Und die Anja wusste einfach auch, sich eine Strategie zu entwickeln, wie sie sich eine Ersatzfamilie gebaut hat. Also so wie sie sich Amitsu und seine Frau als Opa und Oma gezogen hat, die Hausmutter und den Mann dazu, das sind ihre Eltern. Und die Psychiaterin, die hier sie betreut hat, ist quasi ihre Tante. Und das hält sie weiterhin so als ihr Familienkonzept. Ja. Und sagt er, dann ist man so verwachsen und verwickelt, dass... Okay. Other people, bigger is the name. Take care of them. Here they have a choice to be just one that cares the animals. Okay? So sometimes they feel very, not sometimes, always they feel very good with us, with these things. Shelly, very difficult for me. Imagine to yourself, new student in our in Kedma. He want to start to teach riding. Okay, it's animal that have